Okay, ja, dann haben wir es doch aber jetzt eigentlich, oder? Hier würde ich noch ein bisschen Filzparty machen dann. Warte mal, wenn wir hier Filz produzieren. Ah, da müssten wir Seife hierher transportieren. Boah, ist das Abfuck. Och. Ja, aber können wir prinzipiell, ne? Mit einem Schiff da dann rüber. Okay, nochmal aufschreiben. Einmal Seife nach Kochschafe nennen wir es jetzt einfach. Ja, dann können wir da nämlich einfach die Hüte gleich fertig produzieren und transportieren dann nur die Hüte nach Eterra. Das ist okay. Und nee, es muss auch gar nicht hier hin, oder? In Wirklichkeit hier hin. Nicht nach eingekochte Schafe, sondern nach not the bees. So. Okay. Ich sollte hier Steine her transportieren, ne? Wenn ich größere Lagerhäuser brauche. Steine und Mörtel. In dem Fall. Lad du doch mal Steine und Mörtel und fahr mal dahin. Gut, glaube ich. We'll see. Ihr habt kein Rohmaterial, warum nicht? Seriously, warum nicht? Ich nur noch eine Kupferschmelze? Habe ich eine weggerissen? Literally nur eine Kupferschmelze hier? Nö, zwei. Ja, hier und hier. Und zwei Kupferschmelzen produzieren 2 in 8 Minuten. Ah, ich habe das Axtding nicht pausiert. Okay, ich dachte, ich hätte das. Aber das produziert nebenher. Na gut, dann ist es auch egal. Passt schon. Prinzipiell kann ich die beiden ja auch abreißen dann, ne? Die Kesselrouten fahren ja jetzt beide. Okay, cool. Das heißt, wir können die beiden wegreißen. Die produzieren. Und ich kann, damit die Leute nicht ausziehen, hier erstmal die Bevorratung rausnehmen. Und dann können die 620 Kessel schon auch schön verbrauchen. Okay. Ich glaube, wir kommen langsam voran. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich finde das immer noch alles weird. Warum bist du hier? Achso, du wartest einfach drauf, dass du Kessel einladen kannst. Kannst du das schon? Nein. Oder? Nein. Weil ich... Ja doch, die Kesselschmiede sind ja alle hier. Ah, die müssten aber eigentlich gleich fertig sein. Ja, leider haust du wahrscheinlich ab, bevor die Kessel fertig sind, oder? Das ist natürlich ungünstig. Was ist jetzt noch in der Frachtwarteschlange für 5 Minuten? Okay, das heißt, du lädst jetzt aber auch schon ein, ja? Warum hast du keinen Rohstoff? Wir haben noch 6 Schmiede. Achso, das ist wahrscheinlich nicht gleichmäßig verteilt, ne? Ja, hier liegen halt 4 Barren drin und...
Ja, das ruckelt sich schon irgendwann zurecht. Lade doch zumindest mal die vier Kessel ein, bevor du weiterfährst. Das wäre halt fein. Ja gut, hier ist irgendwas startklar, aber nichts, was ich will. Hier ist auch noch nichts von dem, was ich möchte. Hier sind 7 Stück. 1, 2, 3. Ah, da ist noch. Ah ja, okay. Okay, ich habe gerade einfach auf den ersten Blick nur 5 gesehen und das war halt so, weiß ich nicht. Bautrupp ist nett, aber wir gehen halt Slacktime, verbesserte Beziehung, Steuer. Das wird, glaube ich, so das, was hier passieren wird. Okay. Ich denke, wir haben es vorerst. Das habe ich zwar gefühlt schon 8-mal gesagt, aber sonst ist halt auch okay. Warum lungerst du hier eigentlich noch rum? Achso, du transportierst hiervon dann die restlichen Einheiten ab, was davon noch leben bleibt in 10 Minuten. Okay. Und hier wollte ich dann noch mehr Schaffarm hinpacken, ne? Damit kann ich eigentlich sogar schon anfangen, um ehrlich zu sein. Machen wir gerade mal. So. Dann freilassen, dann müsstest du dahin, also hier hin. Zack, zack. Das ist doch schon mal was. So, Lagerhäuser. Auch die wollen gesetzt werden. Hier und hier. Und hier, das wird noch interessant. Wie ich das Ding abdecke, weiß ich noch nicht ganz. Vielleicht reiße ich das wieder weg. Also da bräuchten wir halt eine Stufe 3 Lagerhaus für. Was wir halt theoretisch, aber da müsste ich halt wieder Rohstoffe hierher karren. Also zumindest 10 Mörtel. Die Steine kann ich klicken. Nur den Mörtel kriegen wir hier halt nicht. Ja, dafür auch im Flussbau Platz brauchen. Bedauerlicherweise. Na komm, dann können wir auch 60 Steine machen. For Funsies. So. Ja, dann fahren wir halt. Habe ich überhaupt noch ein Schiff hier am Start? Nur die langsamen. Okay, you know what? Ich reiß das erstmal, oder? Eigentlich will ich es nicht wegreißen, um ehrlich zu sein. Ah ja, passt schon. Ich hole mir dann irgendwie Mörtel. Ich hoffe nur, ich denke dran. Ich schreibe es mir auf. Besser ist es. Einmal Mörtel. Nach. Jetzt aber wirklich eingekochte Schafe. Großartig. Du fährst ab mit wie vielen Kesseln? Mit 4 tatsächlich, okay. Na gut, mehr sind auch nicht da. Dass die Barren halt nicht gleichmäßig geliefert werden, ist halt totaler Unfug.
prinzipiell können wir die erst noch mal kurz pausieren. Und dann kriegen die anderen hoffentlich Kupferbarren. Wird das schon passen? Zufällig was im Lager? Nee, ne? Nein. Ja gut, dann ist es halt wie es ist. Pflanzt der automatisch Schafe dahin, wenn ich jetzt... Naja, egal, das kann auch warten. Passt schon. Ausprobieren könnte man es. Dahin und... dahin. Und hierhin. Ich denke, die restlichen Schafe werden dann schon aufploppen. Nice, dann haben wir jetzt 21 Farmen und wir kriegen... Naja, eine kriegen wir noch hin. Das sind 22 Farmen. Das ist okay. Wir müssen dran denken, dass wir den Segelmacher noch mit umziehen, ne? Im Moment produzieren wir nur hier Segel. Dafür bräuchten wir ein bisschen Flachs, dafür Seile. Nicht viel. Ein Laden reicht da völlig, oder? Wo ist mein Seilmacher? Hier. Einen, zwei Minuten. Einen, zwei Minuten. Ja, aber das passt doch dann eigentlich ganz gut. Dann können wir... Dann packen wir hier noch eine Farm hin. Und irgendwie kriege ich hier eine Flachsfarm hin. Das geht schon. Die brauchen ja irgendwie nur... fünf Felder oder so. Ja, weiß ich noch nicht. Die kann ich auch hier hinpacken, glaube ich. Ne, das sind ja dann nur vier. Ah, shit. Ich finde irgendwo ein Plätzchen dafür, denke ich. Hoffe ich. Sehe ich dann. Zur Not baue ich halt zwei halbe mit irgendwie drei Dingern. Ist ja auch scheißegal. Können wir mal gucken, aber so werden es halt nur vier. Da kann ich gar nicht, ja. Ja, weißt du was, dann können wir die vier Minuten jetzt auch noch abwarten. Ist jetzt auch egal. Du, nee, das nicht mehr. Aber das auf jeden Fall noch. Dann können wir hier nämlich die Lagerhäuser bauen. Das finde ich gut. Dann machen wir das in der Zwischenzeit fertig. Nämlich auch gerade passend, weil jetzt hier überall fertig ist. So, einmal manuell eingesammelt. Drei, zwei, eins. Way. So, Lagerhäuser bitte. Hierhin. Das ist eigentlich egal. Dahin. 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 Na, eins davon. Also, die beiden hier oben werden dann, glaube ich, Stufe 3. Und dann müssen wir... Ja. Ja. Du wirst, glaube ich, auch Stufe 3. Ja, wir müssen den Fluss theoretisch ja auch noch komplett mit abdecken. Zumindest die geraden Stellen. Naja, das ist erstmal okay. Kann ich... Sag mir bitte, dass das nur 20 kostet. Ah, 10 sogar nur. Okay, easy. Wir haben aber
Ja, und Steine kommen auch mit. Okay, traumhaft. Passt alles. Kriegen wir hin. Wir können 6 Butzen. Butzen? Können 6 Butzen bauen, oder? Warte mal. Wie viel Stein sind das? 120? Ja, gut, dann können wir 4 Lagerhäuser bauen. Das reicht aber auch. Also 4 große kommen dann hin. Hier, hier und hier. Und das sollte dann eigentlich sowohl diesen Flussplatz als auch die beiden dann noch fehlenden Häuser mit abdecken. Wenn ich mich jetzt gerade nicht völlig vertue. Ich finde es gerade total weird, dass wir den Honig im Moment noch nicht weiterverarbeiten müssen. Also ja, das kommt dann. Sollen wir mal gucken, ob wir das hier machen wollen, oder? Ob wir Tabak hierher importieren? Ich meine, theoretisch können wir den ganzen Kappes noch hierhin. Aber so viele Gebäude sind es dann halt wahrscheinlich auch nicht, ne? 1 und 2 Minuten. Pfeife, 1 pro Minute. Oh Gott. Ah, Schiffe sind wieder da. Traumhaft. Na, da konnten wir ja richtig viel ausladen. So, wie viel verquiemt ihr doch gleich? Ja, da brauchen wir nicht so viele Pfeifenmacher. Also dann so 5 wahrscheinlich. Also 100 verbrauchen jetzt 0,7. Gehen wir mal von 0,75 aus. Bei 600 sind wir dann entsprechend bei 4,5. Plus 0,75 sind 5,25, die wir für 700 Kaufleute wahrscheinlich brauchen. Das heißt, wir bräuchten dann letztendlich 6 Pfeifenmacher. Sechs Tabakveredler. Das ist die falsche Insel dafür, aber... Naja, den Platz haben wir ja locker. Ja, wobei, so locker jetzt auch nicht, aber wir bräuchten halt 12 Slots. Das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12. Das passt. Das geht schon. Irgendwo ist ein Kampf fertig. Hier. Nice. So, dann machen wir gleich weiter. Dann bist du angekommen mit nichts? Du bist... Hä? Du transportierst Honig ab, das ist fein, das kannst du machen. Aber warum war hier... Habe ich das Schiff leer hierher geschickt? Habe ich es gerade schon ausgeladen? Ja, wenn ich es schon ausgeladen hätte, hätte der... Das... Ach, ist auch scheißegal. Ist auch wurscht. So. Ja. Wir brauchen tatsächlich 5. Gottverdammt. Ja, dann werden es halt 2 mit 4. Meine Güte. So. Lagerhäuser. Hierhin, hierhin, hierhin. Hierhin. Shit. Okay, dich kriege ich da nicht abgedeckt. Das ist halt Mist. Dich kriege ich mit dem Stufe 3 Haus da noch abgedeckt. Ah. Das ist alles furchtbar. Wer macht denn sowas? Okay, wir machen das gleich einfach ein bisschen anders. Ich muss ein klein bisschen was umbauen. Aber das ist total okay. Das macht einfach alles erschreckend viel Sinn, wenn wir das umbauen. Bretter brauchen wir gar nicht mehr so viele, ne? Das heißt, die Sägewerke können weg. So. Ja, und dann brauche ich halt nochmal wieder Material hier, ne? Oder? Ne, brauche ich gar nicht. Wir brauchen noch Bretter. Okay, dann brauchen wir leider doch noch Bretter. Aber die paar kann ich klicken. Wir brauchen, glaube ich,
120 dann, ne? Ah, shit. So, dann reißen wir das weg. Dann muss ich gerade noch mal ein paar Bretter klicken, wenn man zu ungeduldig ist, ne? Und wir brauchen theoretisch auch noch ein paar mehr. Uns fehlt oben noch ein Lagerhaus jetzt. Eine Schaffarm ist noch nicht angeschlossen. Wir brauchen 40 Bretter. Ja, theoretisch 50, glaube ich. Dann noch die Flachsfarm bauen müssen. Und den Seilmacher. Also vielleicht auch eher so 60 Bretter. Ich maße mal 40 und sehe dann weiter. So, 40 dann. Dich abreißen. Dich neu bauen. Da so, das ist fein. Du bist happy mit 12, ne? Ja, ist klar. Oh. Ist klar. So, dann kann hier nehme ich die Flachsfarm hin und hat auch einfach ihre 5 Felder. So, und ist da glücklich. Dann brauchen wir auch nur die eine. Und dann brauchen wir nochmal 10 Bretter. Ist, ne? So, 12. Perfekt. Lagerhaus. Es ist wunderschön. Vielleicht. Irgendwann. So, was braucht der Seilmacher noch? 30. Oh, fuck off. Gut, dann klicken wir wohl noch 30 Bretter. Zum Glück brauche ich halt nur noch 2 Klick pro Feld und mache 5 Felder auf einmal. Jetzt würde ich nämlich bescheuert werden. Jetzt würde ich auf jeden Fall nicht 30 Bretter klicken. Das Gute ist, es gibt vielleicht auch noch so 5 Münzen nebenher. Aber hey, wir haben einfach schon 24, 25 Bretter. Das geht schon fix. So, 30 Bretter dann. Jo, wann? Gott, es wird nie aufhören. Okay, ich lasse es jetzt einfach so, wie es ist. Das geht gleich von alleine weg. Seilmacher. Dahin. Und dann brauchen wir noch einen Segelmacher. Der ist doch gleich wo? Ich sehe die Butze gerade nicht. Die muss ja hier mit bei sein, oder? Also theoretisch müssen wir da auch noch eine Webstube machen. Auch das ist fein. Wahrscheinlich auch 2 Webstuben. Ich werde noch ein paar mehr Bretter klicken müssen. Auch das ist okay. Aber ich finde den Segelmacher gerade nicht. Bin ich blind? Ne, das ist der Frachtkonto. Nun gedacht. Nein, 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 nein. Offensichtlich nein. Nö, nö. Ah, der ist tatsächlich erst hier. Ja gut, dann hilft nichts, dann muss Mörtel hierher. Fahren wir ein bisschen Mörtel hier runter. Weißt du? Mach einfach so. Kann nicht schaden. Ja, aber das wird doch alles. So, inzwischen
seid ihr alle einigermaßen versorgt. Dann können wir das wieder so machen. Und dann wird das doch alles. Den Mörtel wollte ich hier sowieso hinfahren. Eigentlich ursprünglich für Lagerhäuser, aber hat sich ja jetzt erledigt. Aber für den Segelmacher brauchen wir das dann auf jeden Fall. Müssen wir die Segelroute nur umstellen. Und dann können wir doch die Insel auch schon weggeben, oder? Also wir müssen dann die Route auch noch umstellen. Also wir müssen dann quasi die Wasserstoff- und die Windbeutelroute ändern. Aber ansonsten ist doch erstmal alles gut. Oh, hier ist irgendwas angekommen. Ah. Ach genau, hier sollten noch die extra Lagerhäuser hin. Jetzt muss ich kurz gucken, nämlich hier und hier und hier. Und dann ist doch jetzt theoretisch alles abgedeckt, oder? Das sieht gut aus. Ein Frachtkonto muss hier noch hin, ne? Das wäre schon eine gute Sache. Frachtkonto. Ich packe den mal nach hier oben. So. Und was, wie ich hier dann weitermache, hier müssen wir erstmal Seife rüber transportieren, das sehe ich halt. Ja, da brauchen wir erstmal Schiffe für. Das mache ich bei Gelegenheit. Da habe ich jetzt gerade noch keinen Nerv zu. Ich baue hier nochmal ein paar Schiffe. Oh, vielleicht könnte ich da, wenn ich da eine Pinasse für nehme, eine würde reichen, glaube ich. Wie viel Seife brauchen wir da? Wir wollten hier 5 von den Dingern hinpflanzen. Das heißt, wir brauchen 10 Seife in 8 Minuten. Oh Gott, das heißt 5 in 4... Also 1,25 pro Minute. Ja. 1,25 pro Minute. Das geht mit den Schafen schon auf, ne? Weil die... okay. Wir haben ja auch mehr Schaffarmen. Wir haben ja doppelt so viele Schaffarmen, die wir brauchen, oder? Für 5 von den Dingern bräuchten wir ja nur 5 Schaffarmen, oder? Nee, noch nicht mal. Wir brauchen für 5 von den Dingern brauchen wir 2,5 Wolle pro Minute. Und eine Schaffarm produziert doch schon irgendwie 2 pro Minute, oder? Lass mich nochmal rechnen. 5 von den Dingern. Also einer braucht 0,5 pro Minute. Ja, sind dann 2,5, okay. So, und die Schaffarmen produzieren... Nee, okay, die produzieren einen in 4 Minuten. Das sah hier gerade so aus, als würden die einen in 2 Minuten produzieren. Trotzdem müssten wir damit 5 hinkommen. Trotzdem reichen 5 Farmen dann völlig aus. Okay, ist aber eigentlich auch egal, das ist nicht das, was ich nachgucken wollte. Abgesehen davon, dass wir hier Mörtel und Ziegel brauchen, bräuchten wir 1,25 Seife pro Minute. Mal 70 sind... Oh Gott, wer... 82,5? Auf jeden Fall reicht ein Schiff. Also wir könnten ich versuche mit Seife immer noch eine Fight Club Referenz hinzukriegen, aber Projekt Filz ist es halt einfach nicht.
Ich nenne es jetzt einfach erstmal Filzseife, passt schon. So, von hier. Ein Stack ist zu wenig auf dem kleinen Schiff, ne? Oh, ein Schiff könnte zu wenig sein. Ein Schiff hat hier nur eine. Hat hier nur eine 80er Kapazität. Ja, aber nee, ist das halt so. Erstmal besser als nichts. Ich will da auch nicht zu viel abzweigen. Dann hierher. Seife raus. Dann brauchen wir da nur noch ein Schiff für. Das bringt auch nichts, dass du noch weiter irgendwas transportierst, oder? Theoretisch könntest du halt von hier... Aber Hüte brauchen wir mehr. Überlegt, ob du direkt noch Hüte mit zur Hauptinsel fährst, aber dann bist du auch einfach zu lang unter. Nee, das lassen wir genauso, wie es ist. It's fine. Das ist schon okay. Ja gut, dann können die beiden auf jeden Fall erstmal wieder zurückfahren, glaube ich, weil die müssen hier gerade nichts abtransportieren. Und dann müssen hier halt... Oh Gott, 5 davon. Sind 5 und 8. Sind... Oh Gott. 10 davon. Sind 150 und 300. Okay, weißt du was? Hau voll die Karren. Wie viel brauchen wir? Ich rechne es jetzt doch durch. 300 und 900 sind 1500. Wow, das ist eine Menge. So viel habe ich nicht. Aber das fahren wir auf jeden Fall erstmal runter. Und du fährst mal Mörtel hinterher. Auch, also naja, eigentlich bist du eher da als die anderen beiden, aber passt schon. Kann ich inzwischen was ausladen? Nein. Kann ich was verkaufen? Wow, ist schon zu spät? Das würde bedeuten, es ist 19.30 Uhr? Wait a second. Oh, shit. Gut, ich nehme auch einfach schon über eine Stunde auf. So, ich mache jetzt mal Feierabend. Holy shit. Machen morgen im Stream mal ein bisschen weiter. Unfassbar. Vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.